Was verstehen wir unter der Boston Consulting Group Matrix? Was sind arme Hunde? Was sind Cash Cows? Heute wollen wir uns über ein Thema unterhalten, das ich für ein sehr spannendes finde, die Boston Consulting Group Matrix oder abgekürzt BCG Matrix. Es ist zwar schon ein älteres Strategiemodell, ein Teil des strategischen Managements, das schon fast also 60 Jahre alt ist, aber immer wieder interessant ist. Natürlich wird es auch weiterentwickelt und wir werden uns in einem der nächsten Slots oder in einer der nächsten Wikis darüber unterhalten, dass natürlich McKinsey und andere das auch noch ausgebaut haben. Aber der Begründer des Ganzen, den möchte ich Ihnen heute vorstellen, Boston Consulting Group, ein Unternehmensberatungskonzern, kann man sagen. Sie finden das unter bcg.com auch im Internet. 10.000 Mitarbeiter, 4 Milliarden Dollar Jahresumsatz, also eigentlich eines der größten Unternehmen der Welt, hat hier bestehendes Wissen aus der Ökonomie plakativ, wie Unternehmensberater das auch gut können, dargestellt. Was ist das Neue an dieser Boston Consulting Matrix? Einerseits wird der Lebenszyklus eines Produktes korreliert mit dem relativen Marktanteil, den wir gemessen am Umsatz des stärksten Konkurrenten haben. Also unser relativer Marktanteil immer gemessen an dem, was der Konkurrent hat. Diese Korrelation wird dargestellt, sehr gut in 4 Produkten abgebildet. Hier wird die Idee verfolgt, den Lebenszyklus eines Produktes zu verbinden mit der Kostenerfahrungskurve. Das klingt relativ kompliziert, ist es aber nicht. Stellen wir uns einmal selbst an uns Menschen vor, wie ein Produkt eingeführt wird. Die Produkteinführung, auch dieses Ideengebäude ist schon 60, 70 Jahre alt, in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten von Ökonomen entwickelt, geht sozusagen auch in Schritten vor und erklärt uns, wie ein Lebenszyklus des Produktes ausschaut. Damit man sozusagen überhaupt ins Leben kommt, muss man geboren werden. Das gibt es auch bei den Produkten. Wir haben die Produkteinführung. Ein Produkt muss einmal erfunden, in den Markt eingeführt werden. Als zweites, wir Menschen wachsen, nicht? Wenn Sie sich vorstellen, kleine Kinder kommen mit 3,50 Kilo auf die Welt und nach einem Jahr sollten sie 10 bis 12 Kilo haben und so geht es dann weiter. Wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen. Auch beim Produkt ist das eine Wachstumsphase. Irgendwann hat man die Sättigung erreicht, man wächst nicht mehr. Also das wünschen sich das manche, dass man dann nicht mehr weiter wächst. Also Produkteinführung, Innovation, Wachstum und dann eine Sättigung. Und dann passiert etwas und meine Mutter erzählt mir auch immer, sie wird kleiner, sie schrumpft. Das passiert auch bei Produkten. Sie werden sozusagen, gehen wieder zurück, die Umsatzzahlen sinken. Das kann sogar so weit führen, dass man dann Produkte auch eliminieren muss. Das ist so wie bei uns Menschen, wir sterben. Also der Produktlebenszyklus ist vergleichbar mit dem eines Menschen. Geburt, Wachstum, Sättigung, Herausnahme aus dem Markt. Und dieses Modell, einerseits den Produktzyklus, andererseits die Kostenerfahrungskurve zu korrelieren, ist ein Ansatzpunkt der Boston Consulting Group. Was heißt jetzt Kostenerfahrungskurve? Wir alle wissen oder glauben zu wissen, dass bei steigenden Produktionsmengen die relativen Stückkosten sinken. Das wird uns immer wieder bestätigt und verstehen Sie auch. Je mehr wir produzieren, desto günstiger können wir per Stück produzieren. Daher ist es interessant, von einem Produkt möglichst viel zu verkaufen, weil wir dann in den Produktionskosten geringer sind und dann insgesamt höhere Deckungsbeiträge erzielen können. Wenn wir uns also jetzt diese Idee anschauen, einmal Lebenszyklus, andererseits Kostenerfahrungskurve und das abbilden in Märkten und feststellen, hohes Marktwachstum, unser relativer Marktanteil, dann, und das ist das Spannende und deswegen muss man das auch wirklich mit Begeisterung erzählen, hat die Boston Consulting Group 4 Produkte entwickelt. Das Fragezeichen, Question Mark, den Star, Poor Dog, den armen Hund und die Cash Cow. Und jetzt schauen wir uns vielleicht noch einmal diese 4 Produkte im Einzelnen an. Ich glaube, es ist für Sie völlig klar, dass wenn wir einen relativ niedrigen Marktanteil in einem Markt haben, der nicht mehr wächst. Also geringes Marktwachstum,
geringer eigener relativer Marktanteil, dass wir arme Hunde sind. Das heißt, wir werden vielleicht unsere eigenen Deckungsbeiträge nicht mehr erwirtschaften, dann bedeutet das, dass wir uns von diesen Produkten trennen müssen. Also spätestens dann, wenn wir unsere Deckungsbeiträge nicht mehr erwirtschaften, das heißt, die variablen Kosten höher sind als der Verkaufspreis, machen wir Verlust. Das ist das Ende des Pure Dogs. Also geringer Marktanteil in einem gering wachsenden Markt. Viel, viel besser ist es, wenn wir einen hohen Marktanteil haben. Das ist auch für uns spannend, selbst wenn der Markt nicht mehr wächst. Wenn wir hier beständig in diesem Markt verbleiben, dann nennen die Boston-Experten das die Cash-Cow. Man kann also hier eine Melkkuh, und das ist wirklich das Wort Cash-Cow, melken, ohne besonders viel investieren zu müssen. Nicht eine Kuh, die schon da ist, die Milch gibt, kann man so lange melken, solange das gut geht. Also ein hoher Marktanteil, ein hoher relativer Marktanteil in einem an sich nicht steigenden Markt, sollte man so lange abschöpfen, solange es geht. Skimming-Strategien nennen die Boston Consulting-Experten das. Also Pure Dogs und Cash Cows haben einen niedrigen, haben ein niedriges Marktwachstum, aber unterschiedliche Marktanteile. Bei den Pure Dogs haben wir als Unternehmer einen geringen Marktanteil, bei der Cash Cow einen relativ hohen Marktanteil. Wie schaut das jetzt aus, wenn wir in einem Wachstumsmarkt sind und unser Wachstum auch enorm ist? Unser relativer Marktanteil ist super, der Markt wächst und wächst, dann sind das natürlich die Stars. Das ist das, was wir alle wollen. Wir können hier sehr stark investieren. Die Produkte verdienen sich selbst. Mit dem, was sie uns abwerfen, können wir wieder investieren. In der weiteren Folge können wir uns darüber unterhalten, dass man dann auch Produktdiversifikationen und so weiter machen kann. Wie schaut das jetzt mit dem letzten Punkt, den Question Marks, aus? Hier ist die spannende Frage, ein an und für sich hoher Wachstumsmarkt, aber wir sind noch relativ klein. Das bedeutet oft bei einer Produkteinführung, wir haben noch keinen großen Marktanteil, aber der Markt ist hoffnungsfroh. Was sollten also dann für Strategien gefahren werden? Und hier schlägt die Boston Consulting Group vor, dass wir penetrieren, also draufbleiben, in den Markt investieren, aber selektiv vorgehen, das heißt uns auf bestimmte wenige Produkte draufstürzen und die natürlich dann mit Markteinführungspreisen, Kampfpreisen am Markt zu positionieren. Weil das Marktwachstum groß ist, sollten wir dabei sein und vielleicht auch Anfangsverluste in Kauf nehmen. Also noch einmal zusammenfassend kann man sagen, Boston Consulting Group korreliert in ihrer Matrix die Idee des Produktlebenszykluses mit der Kostenerfahrungskurve und berücksichtigt das in Märkten mit hohem Wachstum und korreliert das mit unserer Frage des relativen Marktanteils.